verschone das Leben von allen Unschuldigen. Halte den Kopf unten. Verrate niemals die Assassinenbruderschaft. Dies sind die Lehren des Credos. Die Prinzipien, nach denen ich lebe. Ich war damals noch ein junger Mann. Der siebenjährige Krieg hatte gerade begonnen. Ich hatte keine Vorstellung, was mir die Zukunft alles bringen würde. Noch von dem Preis, den ich dafür zahlen musste. Mein Name ist Shay Patrick Cormack. Und das meine Geschichte. Nun, ein Feuerholz wird es nicht fehlen. Gebt zu, ich hatte euch fast. Fast. Leider zählt das nicht, Shay. Zudem, nein. Das war nur Glück. Ich mach mir mein Glück, Liam. Ach, das behauptet ihr seit Jahren. Aber was habt ihr damit erreicht? Hat es euch jemals vor Ärger bewahrt? Ach, wisst ihr, Ärger folgt mir überall hin. Lasst uns umkehren. Kommt. Captain de la Vérendrye und seine Crew scheinen Ärger zu haben. Wer hätte gedacht, dass das Schmugglertreffen so endet? Ich verstehe nur nicht, warum ihr mir nicht sagt, was wir hier tun. Weil der Chevalier beschloss, nichts zu sagen. Sind wir nicht Freunde, Liam? Sind wir. Aber das zählt nicht. Es betrifft euch nicht, Shay. Laufe ich zu schnell für euch? Ich behalte euch nur im Auge, falls ihr hinfallt und euch verletzt. Schnell! Einen Chevalier lässt man nicht warten. Merde, Rousseau, Secrétin. Was zum Henker? Gott zum Teufel, wart ihr zwei! Wir waren jagen. Was ist passiert? Deine Männer wurden von Engländern angegriffen. Aber Captain Joseph, erzählt ihr nicht immer, dass ihr sie selbst in die Flucht geschlagen habt? Es heißt Kapitän Louis-Joseph Gauthier, Chevalier de la Vérendrye. Und ihr träumt, falls ihr glaubt, dass es so einfach ist, ein echter Assassine zu werden. Was das eigentlich bedeutet? Ihr wäret verantwortlich für eine uralte und überaus stolze Tradition. Ihr müsstet eurem Mentor ohne zu zögern folgen. Wie sollten wir sonst die Freiheit der Menschen sichern? Sehr schön gesprochen, Chevalier. Aber ich fühle mich nicht besonders frei. Nun, dann fühlt euch belehrt. Einfallspinsel! Du schwachköpfiger Kohlbauer! Ach ja, ja. Ach ja, ja. Ungehobelter Kerl. Gentlemen, kommt! Wir haben einen gemeinsamen Feind und er ist nah. Die Royal Navy hat mein Schiff angegriffen und meine Männer verjagt. Wir sind gestrandet und schlimmer noch, die Schmuggler, mit denen wir uns hier treffen sollten, wurden gefangen genommen. Shay und ich übernehmen die Schmuggler, ihr die Verwundeten. Ihr nehmt. Ihr braucht sie.
Seid vorsichtig, Shay. Die Royal Navy erwartet uns. Aber ihr seid soweit. Erteilt ihnen eine Lektion. Sie haben keine Chance. Wo sind deine Kumpane jetzt, elende Ratte? Passt gut auf, Männer! Diese Gesellen sind immer noch da draußen! Da ist er wieder. Oh mein. Vielen Dank. Ich war schon fast tot. Habe ich für euch aufgehoben. Wie aufmerksam. Vielleicht seid ihr doch nicht so nutzlos, Shay. Apropos nutzlos. Diese Schwachköpfe brauchen das Schiff sicher nicht mehr. Dieser Misthaufen stinkt. Ihr wollt es, Shay. Es gehört euch. Nun bringt mich zurück zu meinem Schiff. Ihr habt ihn gehört. Das Schiff gehört euch. Na los. Oder ein paar von den Geretteten wollen sich uns anschließen. Sie bilden eine gute Crew. Bei ihrem Kapitän bin ich mir nicht sicher. Aber außer mir seid ihr der erfahrenste Seemann in der Bruderschaft, Shay. Übrigens, wir brauchen ein anderes Schiff, sei es dieses Wrack da. Sie ist mein, oder? Mein erstes Schiff. Euer Müllhaufen? Ja. Ach, mit einem Farbklecks und ein paar neuen Kanonen kann sie sich auf den... Weltmeeren sehen lassen. Sollen wir beginnen? Jawohl, Freund. Ach, Connor. Sie ist ein Wrack. Aber sie schwimmt noch. Sie heißt Morrigan. Morgan? Die verrückte Fee, die Merlin ruinierte, den Weißen? Oh, das passt gut für euch. Morrigan ist eine alte Göttin. Königin von Krieg und Dunkel. Mein Schiff! Alexis, fond de chien! Sie geht unter! Mal sehen, wie die Morrigan reagiert, Captain Shay! An die Kanonen, Männer! Ein Gegner vor uns, Captain! Wir segeln! Alle segeln! Stoppt sie, Mann! Bereit. Begebe mich zu den Resten der Garfunkel. Der Heimweg ist lang. Der
Temperaturen stehen an. Singt ein Lied, Männer! Der Chevalier ist zufrieden! Welchen Kurs soll ich setzen, Shay? Zeit, dem Mentor Bericht zu erstatten. Meint ihr nicht auch? Weise Worte, Captain. Weise Worte. Was haben Sie nur getan? Es ist eine Art schlummernder Virus. Notevakuierung. Mist. Ganz ruhig, ich hol sie da raus. Bitte begeben Sie sich ruhig zum nächsten Ausgang. Wir wiederholen. Bitte bewahren Sie Ruhe. Ach, sorry für die harte Landung. Ohrstöpsel, okay? Pest. Sie waren im Animus. Animus, ja? Sie haben auf eine genetische Erinnerungsdatei in der Shake-Hormack-Helix zugegriffen. Sie arbeiten für Abstergo Entertainment, vergessen? Klingelt es da nicht bei Ihnen? Ihre Sitzung ist schlecht gelaufen und schadet dem ganzen Haus. Suchen wir den Boss. Sie wissen doch, wen ich meine, oder? Melanie LeMay, superlebendiger Überflieger? Hier, Ihr Kommunikator. Für den Notfall. Und jetzt raus hier. Kommen Sie. Beeilung. Dieses Chaos ist allein Ihre Schuld, falls Sie sich das fragen. Wie wir von den Übungen gelernt haben. Es wird schon alles gut gehen. Denkt positiv. Wir wiederholen. Was soll der Blödsinn? Eine Datei namens Shay Cormack war mit einem Virus verseucht. Ihr Job ist, sowas zu verhindern. Zuerst müssen wir diese Erinnerung erfassen und dann zerstören. Nein. Isoliert sie. Ich will sie noch untersuchen. Aber... Mit Verlaub, Miss LeMay. Das war keine Bitte. Sie haben's gehört. Bien. Der Strohkopf gehört mir. Einverstanden, Miss LeMay? Hey, es mag seltsam erscheinen, aber Sie arbeiten für eine Fremdfirma, angeheuert, um die Sicherheit zu verbessern. Monsieur Otzeberg und Madame Violette da Costa. Sagen Sie Violette. Ich muss jetzt unbedingt ein Pressestatement vorbereiten. Tun Sie, was immer Sie verlangen, okay? Wir, Team! Technisch gesehen war es nicht Ihre Schuld. Aber Sie haben den Virus freigesetzt, also ist es nur fair, mir beim Säubern zu helfen. Mr. Berg möchte, dass wir Shays Erinnerung nachleben. Wir müssen von Helix aus darauf zugreifen. Aber die Helix ist aus. Wir müssen die Hauptserver im Keller neu booten. Mann, wer diesen Virus designt hat, ist ein Genie. Er verwehrt uns nicht nur den Zugriff auf die Cloud. Er legt auch alle Betriebssysteme zur Regulierung der Gebäudefunktionen lahm. Melanie, die Aufzüge sind außer Betrieb. Stecken wir hier etwa fest? Merde, ja. Ich rufe sofort ein Reparaturteam. Auf dieser Etage arbeitet ein Server. Ich schätze, der muss reichen. Agent da Costa, ich möchte regelmäßige Updates über Shays genetische Erinnerungen. Warum? Er ist ein Niemand, so viel ich sagen kann. Wenn Shay Cormack der ist, für den ich ihn halte, dann könnte uns dieser vorübergehende Rückschlag unerwartete Gewinne bringen. Gehen Sie zum Serverraum auf der Etage. Sehen Sie ein Blink? Sobald der Server da ist, verbinde ich Ihre Animus Workstation mit Helix. Theoretisch, wenn Sie die Strahlen an Kernsegmenten ausrichten, ist das Problem gelöst. Aber hier wird's jetzt heikel. Sie müssen diese Kreise so bewegen, dass alle von Strahlen versorgt werden. Das Schlüsselwort lautet alle. Ein Strahl. Und nur ein Strahl pro Kernsegment, okay? Sobald alles ordnungsgemäß leuchtet, rebootet das System. Kapiert? Versuchen Sie es. Gut gemacht. Dieser Kern war nicht komplex. Aber das Rebooten der modernen Hardware im restlichen Gebäude wird nicht leicht. Die Assassinen wollen uns glauben machen, dass Al-Mualem ein großer Mentor war, der der Gier anheimfiel
und dass er mit den Templern paktierte, um einen Edenapfel zu erhalten. Ich sehe stattdessen einen schlauen und gerissenen Anführer, einen Mann, der seinen besten Assassinen, Altair ibn La'ahad, einsetzte, um die Verschwörer zu eliminieren und den Edenapfel zu behalten, um damit die Welt zum Frieden zu zwingen. Auch wenn zweifelsfrei feststeht, dass Al-Mualem kein Templer war, erscheint es mir interessant, dass seine Friedensvision eher zur Templer- als zur Assassinenphilosophie passte. In der Vergangenheit hatten beide Seiten dasselbe Ziel: Frieden. Der einzige Unterschied war der Weg dorthin. Wäre Al-Mualem nicht von Altair getötet worden und hätte seinen Plan umsetzen können, würden wir jetzt vielleicht nicht kämpfen. Erst nachdem Altair die Bruderschaft mit seinen Idealen vom freien Willen reformiert hat, eskalierte der Konflikt und breitete sich in der Welt aus. Falls der sogenannte Weise Mann des Berges Dinge aus unserer Sicht sehen kann, gilt das sicher auch für andere Assassinen. Ob Sie das sehen sollen. Also, Sie sollten zurück zu Ihrem Animus. Jetzt, da die Server laufen, könnten Sie auch die Rechner der Kollegen wiederherstellen, wenn Sie, nun, behilflich sein wollen. Und Sie könnten noch ein paar digitale Goodies finden, wenn Sie, nun, wenn Ihnen danach ist. Hey, ein Mitarbeiter hat seinen Kommunikator am Aufzug verloren. Wenn Sie da Geräte rumliegen sehen, nehmen Sie. Vielleicht geben Sie uns einen Hinweis. Nun, da Shays Erinnerungen freigeschaltet sind, stehen wir kurz vor einer großen Entdeckung. Ich weiß, Sie haben Fragen zu Ihrer neuen Aufgabe oder zu mir. Vorerst verrate ich nur, dass Shays Geschichte die Antwort birgt. Shay wird Sie zu einem tieferen Verständnis führen.